Cello, meine Damen und Herren, willkommen zum ersten Valorant-Patch. Och, wer hätte es geglaubt? Sie sind selbst ganz überrascht von sich. Sie schreiben hier, schau mal einer an, Patchnotes in einer geschlossenen Beta, wer hätte das gedacht? In den letzten paar Tagen war vor allem Raze auch bei uns in den Streams immer wieder ein Thema, ne, mit ihren Fähigkeiten und dem Raketenwerfer und so weiter. Und sie schreiben hier direkt, dieser Patch ist klein, aber oho, und kümmert sich um die sprichwörtliche Raze im Porzellanladen. Ich gehe dann gleich auf die einzelnen Änderungen ein, aber lese noch ganz kurz vor, was sie hier praktisch als Vorwort dazu geschrieben haben. Und zwar, Raze ist auf jeden Fall tödlich, ganz klar. Und wir sind uns sicher, dass gute Spieler sich schon bald besser gegen sie schlagen werden. Wir haben trotzdem ein paar kleine Änderungen vorgenommen, die Raze etwa an die Offensivstärke der anderen Agenten angleichen sollten. Und dann wird auch der Nahkampf verstärkt und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir direkt auf die einzelnen Sachen über. Und zwar Gameplay und Balance. Der Nahkampfschaden verursacht jetzt doppelten Schaden an Objekten, die zerstörbar sind. Also an der Barriere von Sage und an diesen Metalldingern auf der einen Map bei den Doors, ihr wisst schon. Und warum macht man das? Gerade in geldschwachen Runden, also zum Beispiel der ersten Runde, ist natürlich immer krepelig, wenn Sage die Wand reinballert und man diese Wand durchbrechen muss. Jetzt kann man die niedermessern, niederkloppen sozusagen und dann durchrennen. Man setzt zwar viel aufs Spiel mit dieser Schlagerei, weil derjenige könnte ja einfach hinter der Wand auf einen warten mit einer Pistole in der Hand, aber man kriegt die Wand halt viel schneller auf. Darum mehr Nahkampfschaden, im Speziellen gegen die Wände. Ich würde sagen, diese Metalltüren, Verdopplungskacke da auf Heaven, die ist nicht so wichtig, oder? Und jetzt kommen wir direkt zur Raze. Vorsicht. Die Farbbomben, sind von 2 auf 1 verringert worden. Und alle, oh! Außerdem wird der Cooldown für die Fähigkeit erst dann zurückgesetzt, wenn man 2 Kills gemacht hat. Und dann gibt es hier nochmal praktisch einen Sound-Auffrischer. Und zwar sind die Sounds jetzt deutlich lauter oder besser zu hören. Sie schreiben hier, dass die Sounds so angepasst wurden, damit man sie auch in hektischen Kämpfen leicht hören kann. Ja? Also diese Raketenwerfer und alles, das sollte man im Vorfeld schon ganz gut hören, wenn sie kreischt, Achtung, ich schieße jetzt, so ungefähr. Des Weiteren gab es noch einen Fehler mit diesen Farbbomben, den ich selbst aber nicht mitbekommen habe, und zwar war der Sekundärsprengsatz ab und an wohl verfrüht am Zünden, also dass die Bomben früher dann zur zweiten Explosion angesetzt haben. Das hatte ich aber noch nie oder habe es auch nicht erlebt, aber das wurde jetzt wohl auch gefixt. Grundsätzlich sagen sie, dass Raze dafür gedacht ist, Leute, die an vorhersehbaren Positionen stehen, zu bestrafen, ja. Diese doppelten Bomben, also die zweifachen Granaten, waren aber halt ein bisschen arg krass, darum halt nur diese eine. Und das mit dem Sound wurde dann natürlich angepasst, dass man auf jeden Fall weiß, wenn Raze dann wirklich mal ihr volles, fettes Rohr auspackt und so weiter, dass man das mitbekommt. Die nächste Agentin ist Sage. Erstens, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist die Verlangsamungssphäre jetzt so, dass sie auch bunnyhoppende Leute slowt, also dieser gesamte Bereich wird geslowt. Und zweitens kann man aber lautlos durchgehen, gemütlich, langsam. Also Sage kann es nicht hören, wenn da jemand durchschlappt. Aber wenn jemand durchballert, dann schon. Und warum das Ganze? Recht einfach, diese Verlangsamungssphäre soll alle verlangsamen, nicht nur die, die durchlaufen, sondern auch die, die drüber hoppeln. Und von diesen nicht hörenden Steps sagen sie, dass das der Spielgesundheit sehr hilft. Dadurch ist Sage weniger sicher zu spielen, da sie jetzt halt nicht mehr hören kann, wer da durchschlappt. Also ihnen war Sage wohl zu sicher. Kartenupdates gab es auch, auf allen Karten wurden Exploits behoben. Auf Split wurde die Kugel von B-Mitte zu B-Haupt verlegt. Ja, und damit wollen sie den Druck von der Mitte nehmen und die Spieler dazu anregen, mehr um B-Haupt zu spielen. Dann gibt es noch 2 Punkte, und zwar die allgemeinen Verbesserungen und die Fehlerbehebung. Zu den allgemeinen Verbesserungen zählt Folgendes. Vom Client ausgehende Netzwerkbelastung bei hoher Bitrate verringert. Dazu schreiben sie, dass manche Internetanbieter und Netzwerkkonfigurationen Spieltraffic verlangsamt und so plötzliche Latenzspitzen erzeugt haben, die bei steigender Bildrate das Gameplay negativ beeinflusst haben. Des Weiteren führen sie hier noch keine Auswirkungen auf Gameplay und Reaktionen auf. So. Und zu guter Letzt gibt es, wie gesagt, noch die Fehlerbehebung. Erstens, eine in seltenen Fällen auftretende Absturzursache wurde behoben, die durch beschädigte Netzwerkpakete ausgelöst wurde. Zweitens, Cyphers Spionagekamera kann nicht länger Waffen einsetzen. Und drittens, ein Fehler wurde behoben, durch den die Reichweite, in der Schritte hörbar waren, manchmal nicht auf der Minikarte angezeigt wurde. Okay. Finde ich natürlich nice, dass sie jetzt direkt mal einen Patch rausgehustelt haben. Wir sehen, dass hier richtig dickes Potenzial am Start ist. Ich glaube, fast jeder von uns, auch viele, die gesagt haben, hey, Valorant ist, glaube ich, nicht so für mich, spielen jetzt Valorant fast lieber als alles andere. Was mich natürlich auch freut, weil es mir auch extrem viel Spaß macht. Und ja, so viel zum Patch. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Morgen ist wieder Livestream. Ciao, ciao.